Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich zeige euch, wie ihr mit einem 12x12-Inch Designpapier 15 Karten gestalten könnt und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich habe erstmal Cardstock zugeschnitten und das erstmal nummeriert, das heißt ihr könnt die Maße dann in der Infobox finden. Und jetzt machen wir weiter mit dem Designpapier. Ich hatte dann noch so einen Rand, den ich erstmal weggeschnitten habe. Und jetzt wird es auch schon richtig geschnitten und zwar einmal bei 3,3 cm. Dann jeweils dreimal bei 4 cm, dass wir also drei Streifen haben, die 4 cm breit sind. Danach wird es geschnitten bei 6,2 cm. Und als letztes auch noch bei 9 cm. Bei mir war es ein bisschen schief, deswegen habe ich es geschnitten, aber ansonsten müsste es perfekt passen. Dann nehmen wir den kleinsten Streifen, also den schmalsten Streifen und schneiden jetzt jeweils immer bei 3,3 cm, dass wir so kleine Quadrate haben. Danach kommen die 4 cm Streifen und die schneiden wir jetzt immer bei 14 cm. Und auch den 6,2 cm Streifen schneiden wir jetzt immer bei 3,3 cm. Und last but not least schneiden wir die 9 cm breiten Streifen jeweils immer bei 9 cm. Dann werden die ganzen Quadrate und Rechtecke auf die vorgeschnittenen Cardstock-Stücke geklebt und ich empfehle euch da keinen Flüssigkleber, sondern eher doppelseitiges Klebeband, da Flüssigkleber das ganze Papier wälzt. Meine Grundkarten haben die Größe 14x10 cm und jetzt geht's auch schon ans Gestalten. Für meine erste Karte benutze ich die ganz kleinen Quadrate und die klebe ich jetzt erstmal mit Formpads auf meine Grundkarte. Dann stempel ich ein kleines Dankeschön auf die Karte und klebe am Ende noch ein goldenes Herz, welches ich mit meiner Big Shot ausgestanzt habe, da drauf. Und dann ist es eigentlich auch schon fertig und dann geht es auch schon weiter mit den anderen Karten. Bei der nächsten Karte nehme ich jetzt erstmal Geschenkband und klebe das sozusagen als Hintergrund auf. Und dann nehme ich die Rechtecke, die nächstgrößeren Rechtecke und klebe die dann auch wieder mit Formpads drauf, klebe noch ein Herzchen drauf und dann ist es auch schon fertig. Bei dieser Karte habe ich den langen Streifen benutzt, den ich dann auch einfach mal weiter oben, mal weiter unten aufgeklebt habe und auch das Herz aufgeklebt und gestempelt habe. Diese Karte ist jetzt ein bisschen anders als die anderen Karten. Und zwar habe ich hier erstmal das große Quadrat und eine Kordel, die ich dann so ein bisschen drum gewickelt habe. Das habe ich auch jedes Mal ein bisschen anders gemacht. Und ich finde, das sieht eigentlich ganz schön aus.
Und auf diese Weise habe ich auch die nächsten Karten gestaltet. Dann ist das Ganze eigentlich auch schon fertig. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!